Hey ho Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together mit Miss Fortuna AP und Zocker Andy. Und wir spielen übrigens Resident Evil 6, das habe ich Stimmt. vergessen. Stimmt. Wie ist das Spiel? Nein, wir spielen Resident Evil 6, genau. Resident Evil Fail. Ja, mittlerweile kann man es schon fast so nennen, so wie wir uns hier teilweise anstellen. Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja, passiert, komm einfach weiter. Es ist amerikanisch. Das erkennt sie jetzt? Ja genau, es ist egal aus welchem Land es sonst wäre, solange es amerikanisch ist, müssen wir es retten. Okay, okay, haben wir alles? Ich hab alles. Okay, weiter. Jetzt wird's wieder lustig. Ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Denn es wird wieder lustig. Lustig. Tralala. Katzin. Shimona. Nabelsaft. Das neue Produkt vorgestellt von Sherry Burke. Ja, Leon. Oh. Sherry, was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agent. Ist der dumm? Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich muss es wissen. Ich dachte, Sherry beschützt ihn. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Aber er sieht sie. Obwohl die ja meinte, die sind beste Freunde. Also gut. Wie dumm ist das denn? Haben sie einfach nur bescheuert. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das hat mich jetzt sofort gestört. Oh. Ich bin schon wieder tot. Achso, muss ich was drücken? Nee. Ach, dann ist ja gut. Jetzt hat Jake mich mal von alleine gerettet. Nein, das war ich. Ich musste natürlich was drücken. Das sieht man bei mir im Video. Das gucke ich mir an und dann ist es nicht so und dann gibt's richtig Ärger. Das will ich sehen. Oh nee, Nemesis sie. Nein, natürlich Ustern, der Usternack. Usternack, Usternack. Usternack, du hast mich verraten. Was? Hä? Das kommt Leon bekannt vor. Wer ist denn seine Ex? Ada oder was? Von wem wurde er denn? Wurde er mal verfolgt? Ausweichen! Lol! Ach, du hast nur Helena getroffen, dann ist er nicht. Ach, cool. Helena kann er ruhig haben, die Bitch! Nein, Andy! Nein! Oh, fuck! Der lässt mich nicht los! Der soll dich loslassen, die dumme Sau! Warte, ich muss nachladen. So, jetzt aber. Schön, ich muss erstmal nachladen, bevor jetzt ich. Jetzt hat er dich. Bevor ich dir helfen tue. Guck mal, wie dicht Leon da rangeht. Der hat aber auch Langeweile. Guck mal, Leon steht da voll daneben! So, jo, schieß mal auf den. Boah, voll in seine Fresse. So, ich nehme jetzt mal die Granate. Mal gucken, ob Leon verreckt. Ich gehe mal hier hoch. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ha, 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 ha. Oh, der geht da auch hoch. Was ist denn das für ein dummes Arschloch? Wohin geht Wenn der jetzt unsere Kisten da kaputt macht und die Muni einsammelt. Hä, war es das schon? Was ist denn los? Helena, halt die Klappe, ich hasse dich. Helena, jetzt halt die Schnauze, Junge. Also ich hasse dich, geh weg, du bist hässlich. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Okay. Andy. Ja, ich komm ja. Drück auf V. Ja, ich komm ja. Ich komm doch. Ich sag's nur noch so ganz dezent und leise. Ja, besser ist es. Ah, guck mal, Leon kann von Alina. Da. Oh, nee. Wie, jetzt wurde, sind wir wurde Leon von Helena hochgeworfen? Nein, Leon ist selber hochgesprungen. Wie, jetzt bin ich mit Helena? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, ich hab nen Bus. Ich hab nen Bus. Und ich hab den fetten. Oh, fuck. Helena, verrecke, lass mir in Ruhe. Der Bus funktioniert nicht. Denn er ist nicht so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrennt er nicht daran. Ey, Helena hat aber... Alter, der kann ja schießen, der Idiot. Was ist denn da los? Tja.
In dein Gesicht, du Affengesicht. Ernsthaft? Der kann auch Granaten schmeißen? Das gibt's doch nicht an. Das hast du mir alles verschwiegen. Was, dass Ustanak das kann? Ja. Das wusste ich schon nicht. Du hast was? Ich weiß sowas nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich bin völlig planlos. Oh fuck! Ich komm gleich mit nem Bus. Wow! Hallo. Alter! Du hast mich voll umgefahren! Das ist nicht meine Schuld. Jetzt hab ich aber auf Fässer geschossen und Ustanak ist halbtot. Weil er es nicht kann. Weiß ich nicht. Alter Helena, halt dein dummes Fischmaul, du blöde Kuh. Alter, hast du das gerade gesehen? Nee, ich hab gar nicht gesehen. Ich renne einfach nur. Der kam gerade auf mich zu, diese Potsau. Ey, wir haben Kontrollpunkt. Was, der hat sich... Oh. Was denkt er eigentlich, wer der ist? Hat noch ein paar Spielzeuge mitgebracht, das süße Mäuschen. Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Schön, dass sie das noch so unverblümt zugeben können. Helena, ich rette dich, auch wenn ich dich nicht kenne. Hör auf, Helena zu retten. Stimmt auch wieder. Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. Andi, ich komme zu dir. Ich helfe dir. Bumm. Okay, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Ich muss weg. Leon! Ja, nee, Leon! Help! Leon, no! Vor allem Ashley und Sherry werden sich ja relativ... Ja, ja. Lass Leon in Ruhe. Lass Helena und Leon. Nein! Ich treffe vorhin die ganze Zeit Helena. Das ist ja auch geil. So. Die blöde Putzer. Ich weiß gar nicht, wieso ich was gegen die habe, aber seit du meinst, die ist scheiße. Ich mag die nicht. Die ist mit unserem... Ey, der hat sich gerade wegteleportiert. Hast du das auch gesehen? Ja. Das ist ein Hacker. Hacker! Ja. Scheiß Hacker, ey. Der Hack war sein Död. Der Admin hat den mal schnell gebannt, ey, die dumme Sau. Die Binnen springen heroisch nach links und rechts. Tschüss. Sherry, Sherry, Lady. Tom hört nur. Überleben. Wenn oder Zeit gewinnen. Hey, wenn er nur halb so gut ist, wie du sagst, schafft er es. Okay. Jetzt müsste sie sagen, der schafft gar nichts, das dauert immer nur 30 Sekunden. Was? Das ist ein bisschen assi, ne, was ich hier rede. Nein. Weg sind sie. Erstmal alles nachladen. Das war doch ein netter Kampf, ne? Ja. Auch wenn ich davon nicht mehr viel mitgekriegt habe, weil ich einfach weggerannt bin die ganze Zeit. Na toll. Ich meine natürlich, ich habe da voll gekämpft. Ich habe den voll ins Gesicht geschossen, ganz oft. Ein tiefes, tiefes Loch, komm. Bist du schon runtergesprungen? Ja. Okay. Dann komm ich mit dir, Geronimo. Alter. Oh, das ist los, aber. Das ist aber wirklich ganz schön tief. Hallo? Kiste! Kiste! Kraut, geil! Ich hab kein rotes hier? Kraut. Andi! Andi! Ja, du schluckst ja eh die meisten Tabletten von was mir. Was soll denn das heißen? Ja, du weißt ganz du genau, alte Dealer-Schlampe, ey! Hier ist nochmal ein Kraut. Das ist nicht mein Problem. So. Ich hab mein ganzes Stoff an dir, ey. Ja, weil du so eine scheiß Dealerin bist. Boah, ich hab gar keinen Platz mehr. Was soll ich denn hier nehmen? Mann. Wie lange geht die Kampagne noch? So, brauche ich eigentlich diese ferngezündeten Sprengsätze? Nö. Okay, Müll. Lol. In den Müll, 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 in den Müll. So. What the fuck? Ja, für alle Leute, die sich wundern, es ist schon 1 Uhr. What the fuck? What the fuck? Yeah. Ring, ding, 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 ding. Okay, jetzt wird's albern. Ja, ich sag ja auch nichts. Coach Heng ist da drüben an der Flussmündung. Na gut, dann los. Ich hab gerade an der Flussmündung gelesen. Warum ist die traurig? Schatz, ist das wegen Simmons, oder? Oh. Ist das ihr Gspusi?
Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Oh. Deswegen mag ich Jake. Oh, der ist eigentlich ein netter Kerl, oder? Ja. Ernsthaft. Die Bitch schon wieder. Oh, manche Bitches. Oh, guck mal, jetzt sind... Oh, jetzt sind das in der Hand. Und dann lässt er sie aber gleich wieder los. Aber er hat sie in die Hand genommen. Wer schießt denn da? Who knows? Was, ja, klar. Sie hat nur schon eine Hand. Warst du das? Moment, war die Hand... War das eine Frauenhand? Who knows? Ich glaube, das war Ada. Who knows? Du musst lenken, ja, ich sehe schon. Ach so, ich muss so Trigger... Okay. Super! Ja, Andi. Mann. Was muss ich tun? Warte, ich muss... Hallo? Kann ich hier mal... Ja, hallo? Alles... Oh, guck mal, wie schneidig wir da daneben fahren. Das ist ja eben mit Quicktime die Scheiße. Das ist ja davor, ich meine, du müsstest... Was? Weil sie mich nur rumrennen. Du schaffst das, oder? Ach ja. Oh, ich glaube, ich muss gerade mitmachen jetzt wieder. Ich will aber nicht mitmachen. Du bist fies weggerannt, warum? Weil es Angst hat vor dir. Jetzt ist es genau über mir. Die spawnen sich manchmal neu, ne? Ich habe das auch schon ganz oft gesehen, dass die sich teleporten können. Oder es ist halt immer so ein Grafikbug. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist halt einfach so ein Bug. Sag mal, ist das nicht die Stelle? Andi? Oh. Kann bitte derjenige mit dem Sniper nochmal kommen? Warte, ich habe eine Shotgun! Shotgun in die Fresse, dann wird's Ruhe geben. Yo! Okay, okay, okay. Jetzt ran! Jo, oh, das hält aber. Oh! Töten schießt irgendwas. Andi? Oh ja, genau, als ob. Ich glaube, wir müssen hier weg. Ich glaube fast auch. Wo bist denn du? Warte, du bist, ich bin in Deckung. Ganz weit am Arsch. Du bist am Arsch. Oh! Ha, 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 ha. Schießt nicht auf uns, sie helfen uns. Wieso kann ich hier nicht rein? Okay, wir müssen hier mitmachen. Ja, guck mal, der Schnell sind ja selber noch alle weg. Ist das ein Idiot? Immer noch keine Munition. Ich nehme jetzt die Magnum, okay. Fuck off. Wenn du die Magnum schon benutzt, dann benutzt sie bitte schnell. Ja, ich mach doch. Alles gut? Ich hab irgendwas getan. Ja, irgendwas hast du gemacht. Ich hab es weggetrieben. Du bist so ein Pro. Weil die Magnum habe ich dann gleich wieder weggerüstet. Oh. Da musst du zurück, Jungen. Sammel erstmal noch Schätze hier kurz ein. Was soll denn die Scheiße hier? Lass die Sherry in Ruhe. Das ist die Sherry Lady. Ihr dummen Bitches. Dumm was? Dumm wie Karl? Ich hab grad verstanden, dumm wie Karl. Ich bin nicht voll die Kippe. Was? Ah, da! Ja, hier. Kann man noch benutzen. Eine 2D-Kippe. Die 2, oh Gott. Wir wissen gar nicht, was schlimmer ist, dass da eine Kippe liegt oder dass da eine 2D-Kippe liegt. So, ne, dann mal ab, weiter, ne? Erst in der nächsten Folge raus. Oh mein Gott, ist hier schon wieder vorbei? Nein. Oh, jetzt ist die Munition weg. Andi, die Folge ist noch nicht vorbei. Was erzählst du? Doch. Ah, oh, hier ist noch Shotgun. Die ganze Spannung ist jetzt schon vorbei. Shotgun! Shotgun! Tschüss mit dem Weg, Mann. Assi. Ey, wie redest denn du mit mir, Fräulein? Ich häng fest. Achso, ich muss darüber. Kontrollpunkt. In your face. Ich muss steuern. Ich bin der Steuermann. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ja, yeah, ich bin so ein Held. Da war ein Licht im Wasser. Du schießt. Hast du das gesehen? Nö, ich hab gar nicht gesehen. Ich kann aber so tun, als hätte ich es gesehen. Da bin ich Profi. Na, was machen wir jetzt? Ich kann hier auch gar nicht drücken. Ah, jetzt! Yo! Save us! Ja, mach ich doch!
sei unser Held. Mein Schatten hat ein Bug. Ernsthaft jetzt. Mein Schatten hat ein Bug. Da wo mein... Das ist merkwürdig. Da wo mein Hemd, was ist das? Oh. Sollte vielleicht nicht. Vorsicht, Andi, Vorsicht. Vorsicht, bleib stehen, komm hier zu mir. Bleib einfach. Sehr gut. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Sehr gut, ich gehe wieder ans Steuer. Na, also da, wo eigentlich mein... Also da, wo mein Bauchnabel frei ist. Besiegen Sie die Bo... Welche Bo denn jetzt schon wieder? Ja, die hier. Ja, wow! Fuck! Nein! Leertaste! Walter! I saved you. You saved me. You can be my hero, baby. Fuck. Okay, jetzt muss ich aber echt mich mal heilen. Jo, ich hab mich gerade selber ins Ey, der hat sich schon wieder teleportet, die dumme Sau. Oh, okay, jetzt kommt Magnum Action, jetzt reicht's. Okay, ich hab keine Munition mehr dafür. Also entweder sind die Gegner voll die Luschen oder wir sind doch so gut. Und ich muss bei beiden irgendwie lachen, wenn ich dran denke. Das war's schon? Ernsthaft? Das sei mir irgendwie ein bisschen zu einfach. Ich möchte nicht sagen, aber das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ja, genau. Das ist das Wichtigste, das merkst du dir jetzt immer, ey. Als Kontra-Dingens für die Kette, die du in die Fresse gekriegt hast. Schlimmste Bootsfahrt seit der Titanic. Juhu! Oh, guck mal, ich halte die Hand hin. Oh, Wir werden immer wieder getrennt. Andi, nein! You can be mine! Sind da zwei? Wie, ist bei mir auch einer? Nö. Nee, ich dachte gerade, jetzt haben wir... Oh, fuck. Ada! Ich wusste, dass das Ada ist. Mit der Sniper vorhin, das war auch Ada. Ich hab nur gesehen, dass ich... Das war Ada. Bei mir hat man es ganz genau gesehen. Toll. Aber in der roten Bluse, nicht in dem Kleid. Das muss ich jetzt dazu sagen. Das hätten Sherry aber sonst nicht überlebt. Nein. Aber ich habe in der Magnum drauf geschossen. Scheiße, hätte die Ada nicht mal eher was sagen können? Jetzt habe ich Munition verschwendet. Blöde Kuh. Eck ist tot. Wie, der Schwangerschaftstest ist positiv? Oh, fuck. Ach, scheiße. Schon wieder? Gut, wir werden uns beeilen. Na, schnell, das Kind abtreiben. Oh, zum Kotzen hier. Voll unter Kontrolle, hm? Ja. Noch. Gut, gehen wir. Die kleine Sherry wird aufmüpfig. Sherry, Lady. Sie wird aufmüpfig. Müpfig. Sherry, Haar. Mit einem Schlupf an der Hand. Was eine kleine Schlampe. Dupi. Nein, das ist Sherry. Sherry ist eine Liebe. Okay, Profi. Nein, Profi hab ich ge... Kann ich mich verarschen? Ich kann mich hier hinter der Ecke gar nicht verstecken. Wie? Ach mal, alle Scheiße hier. Enttäuschend. Was soll das denn heißen? Das ist alles nicht befriedigend, was wir hier machen. Andi. Wir müssen das alles nochmal spielen. Ja, wir müssen das alles nochmal spielen, ganz genau. Alles. Komplett. So wie das ist. Halt, stopp. Nein, so. Dann kriege ich jetzt ein Kind. Wie, du kriegst jetzt ein Kind? Egal, was passiert. Wer hätte dieses Kind bekommen? Jetzt küsst euch doch endlich. Ja. Los, du willst es doch auch. Gib alles. Setz dich extra nochmal Lipgloss drauf. Ja, und er ist ganz schweißgebadet, ey. Jetzt können sie sich richtig schmutzig machen. Sein Blut ist schon ganz in Wallung. Oh. Nein, halt. Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hör? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja. Leon, du hast gespoilert. Helena, halt's Maul! So. Hui! Du hättest auch noch fliegen.
Oh, guck mal, wie ich dich immer nur rette. Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sind doch kein Abfall. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden sie es bis zu dir schaffen? Mm-mm. Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu Und tun. Was werden sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Ich finde das... Oh! Yo! Los, weg hier! Oder auch nicht. Sie haben es versprochen. War gelogen. Wie die gerade geguckt hat. Jake! Sherry! Ihm das irgendwie nicht gefällt, war, wenn Sherry in Gefahr ist. Ja, kommt. Ne? Ach, das ist so niedlich. Oh, die beiden sollen ein Paar werden. Das ist mein Thumbnail. Da war gerade das Thumbnail. Meins war gerade schon. Ah, davor schon. Du könntest das nämlich das andere. Das war's? Oh, was? Wir haben nur Rang C, ey, weil du so schlecht bist. Ja, weil wir erstmal über eine halbe Stunde gelabbert haben, zwischendurch noch ohne alleine. Stimmt doch gar nicht. Nein, was ich nur sagen wollte, stimmt, da hat das ja schon angefangen gehabt. Nee, aber was ich total bescheuert finde, ist wirklich, dass halt Leon Sherry siezt. Das fällt mir jetzt, das ist so dämlich. Der hat die als kleines Mädchen kennengelernt, der wird die ja nicht siezen. Und die wird den auch nicht siezen, das ist lächerlich. Zumal die sich ja auch in Resident Evil 2 duzen, die sich alle beide. Also, scheiß drauf, ne? Aber na gut, das ist dann halt eine fehlerhafte Übersetzung irgendwo. Aber sowas stört mich dann immer irgendwo. Stört dich das eigentlich auch? Doch, sowas finde ich nur blöd. So ein bisschen stört es einen. Ich hab ein bisschen so das Gefühl, als ob da Leute sich nicht wirklich mit der Story Ja, genau, haben. Genau. Man hat irgendwie immer das Gefühl, die Leute, die da für die Übersetzung, weil im Englischen ist es ja das You, ne, das kann man ja sehen, wie man will. Da kann man sagen, okay, ja, genau. Siezt ihn oder sie, oder er, beziehungsweise er siezt sie oder er duzt sie. Das ist ja dann ja, relativ, man kann ne? Man kann nicht vor 2 Szenen sagen, die sind gute Freunde, die besten ja! Freunde, auf einmal ja sie. Ja, sie erzählt, genau, ja sie sagt doch Claire und das ist ja, selbst wenn man Resident Evil 2 nicht kennt, ne, sie sagt doch, das ist der Leon und die Claire, das sind zwei ihrer besten Freunde, das sind ihre beiden besten Freunde. Da sagt man doch nicht sie. Das ist total dumm. Ich finde das dumm, aber da habe ich auch immer das Gefühl, da hat sich von den Übersetzern keiner Gedanken gemacht über die Story. Nee, da ging es einfach nur um dieses Blanke, wir müssen das jetzt übersetzen einfach 1:1 von Englisch in Deutsche rein und dann ist das gut. Und das finde ich halt irgendwie doof. Das gefällt mir nicht. Ja, aber ansonsten beenden wir jetzt hier den Part, ne? Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Schreibt doch ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Das interessiert mich. Genau. Das interessiert mich. Schreibt doch ruhig mal in die Kommentare, wie es euch dabei ergeht. Und wenn ihr es nicht in die Kommentare schreibt, siezen wir euch alle für immer. Das ist die beste Drohung ever. Andi. Das ja. ist, nein. Herr Andi, würden Sie jetzt bitte weitermachen? Wieso? Nein. Erstmal müssen wir die Aufnahme beenden. Ja, stimmt. Erstmal müssen wir die Aufnahme beenden. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.